Karneval an der Börse. Davon ist hier auf dem Parkett heute noch nicht zu sehen, sondern traditionell erst am Faschingsdienstag. Da werden einige Händler hier durchaus mit sehr kreativen Kostümen immer zu sehen sein. Wir sind gespannt morgen darauf. Heute werden wir uns aber trotzdem das Karnevalsgeschäft genauer ansehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Update Wirtschaft an der Frankfurter Börse aus der ARD Finanzredaktion. Karneval ist sogar ein Riesengeschäft. Da fließen Millionen, ach sogar Milliarden. Wie viel genau, das klären wir gleich im Interview. Außerdem werfen wir einen Blick heute auf Japan, auf Japans Wirtschaft und auch auf Japan als Urlaubsland. Das ist nämlich inzwischen erschwinglich geworden. Hängt mit dem schwachen Yen zusammen. Der macht vieles für uns dort richtig günstig. Ein Mittagessen zum Beispiel soll es da inzwischen für 2 Euro geben. Dazu schalten wir gleich zu unserem ARD-Korrespondenten in Tokio und sprechen danach mit einem Wirtschaftsexperten über Japan und den asiatischen Markt. In unserer Wirtschaft ist die Stimmung ja eher angespannt bis besorgt. Überall gibt es Schwächesignale in der Industrie, bei den Menschen, beim Konsum. Der Karneval, der hebt ja bekanntlich die Stimmung eben auch in der Wirtschaft. Wirtschaftlich hat er sogar eine enorme Einflussgröße. Wie sehr, das kann uns verraten Klaus-Ludwig Fess vom Bund Deutscher Karneval. Schönen guten Morgen. Ein Adi-Hop aus dem Saarland, Frau Seidel. Das ist sehr schön, dass Sie sich heute ausgerechnet am Rosenmontag für uns Zeit nehmen. Gehen Sie gleich noch zum Zug? Ja, natürlich. Ich besuche heute im Saarland die Umzüge in Neunkirchen. Wir haben jetzt überall Krise in der Wirtschaft, beim Karnevalsgeschäft aber wohl nicht. Ja, wir sind zum Glück auf dem Vor-Corona-Niveau wieder jetzt angelangt. Und Sie hatten es ja vorhin sehr trefflich auch nochmal dargestellt. Wir sind ja Wirtschaftsleistung hier, eine ganz starke Wirtschaftskraft mit Fasching, Fastnacht, Karneval von mehr als 1,7 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Hängt ja auch mit der Wahnsinnsmenge an Menschen zusammen, die da zum Karneval gehen. Allein auch in Ihrem Verband, was steht da für eine Menschenmenge hinter? Ja, der Bund Deutscher Karneval hat ja in knapp 2,6 Millionen Menschen, die wir vertreten dürfen, in mehr als 5.300 Karnevalsgesellschaften. Und wir sind natürlich der einzige Brauchtumsverband, auch der in allen 16 Bundesländern beheimatet ist in Deutschland. Und wenn man das nochmal weiterzieht, also 2,6 Millionen und wie viele Menschen generell gehen zum Karneval und konsumieren dann da auch? Ja, wir haben noch Zahlen von vor Corona. Das waren zwischen 10 und 12 Millionen Menschen in Deutschland, die tatsächlich Karnevalsveranstaltungen, Saalfasnacht, aber auch den Straßenkarneval erleben. Wir haben eine Grafik da mal vorbereitet, die 1,7 Milliarden, die Sie angesprochen haben. Das ist ja wirklich eine irre Menge. Das meiste an Umsatz im Karneval kommt in der Gastronomie zustande, also quasi für Kölsch und andere Leckereien. Da werden 770 Millionen ausgegeben, aber auch für den im Handel 360 Millionen. Wir haben dann außerdem noch die Taxifahrten und Busreisen und das Hotelgewerbe. Das ist schon eine irre Menge. Das ist richtig, aber leider bleibt es natürlich am Ende des Tages nicht bei unseren ehrenamtlich geführten Vereinen hängen, sondern wir sind tatsächlich, wir stärken dadurch mit unserem, ich nenne es jetzt einfach mal Produkt, Fasching, Fastnacht, Karneval, natürlich sehr, sehr stark unsere heimische Wirtschaft. Das ist auch gut so. Und die Tendenz ist ja zum Glück steigend und nicht stagnierend. Aber jetzt für Ihren Verein, Sie hatten es gerade noch mal so gesagt, bleibt doch bestimmt auch ein bisschen was hängen, oder? Leider nicht. Also wir haben natürlich Riesenprobleme durch die steigende Inflation. Sie müssen sich das so vorstellen, unsere mehr als 5.300 Karnevalsgesellschaften, Zünfte bundesweit, müssen natürlich auch Säle anmieten, Hallen anmieten, müssen Dienstleistungen anmieten. Und nach Corona gerade ist natürlich sehr viel explodiert an Kosten. Und am Ende des Tages schauen wir natürlich darauf, dass nicht mehr viel hängen bleibt. Und es fließt alles in die Wirtschaft, aber nicht in den Verein am Ende des Tages.
Es geht ja Karneval über mehrere Tage. Was ist so der stärkste Tag für die Wirtschaft, fürs Geschäft? Ja, das ist die Saalfasnacht, der Saalkarneval, der ja beginnt um den 11.11. herum. Aber auch natürlich jetzt schwerpunktmäßig ist natürlich auch der Straßenkarneval. Gestern, heute und am Dienstag die Rosenmontagsumzüge oder Sonntagsumzüge, die haben natürlich auch eine ganz, ganz große Gewichtung für den Umsatz. Da profitiert natürlich die Gastronomie hauptsächlich davon. Und bringt das auch was für die Gemeinde? Merken die das deutlich am Säckel? Ja, selbstverständlich. Also dort, wo Karneval gelebt wird, wo die Menschen hingehen, das steigt natürlich dann gerade. Die Kommunen, die Städte, die freuen sich natürlich, gerade auch die Kämmereien, weil ja dann auch dadurch die Gewerbesteuer steigt in den Kommunen. Ja, es ist ja gar nicht schlecht in Zeiten der Krise. Und davon haben wir ja im Moment eine ganze Menge. Was könnten Sie als Karnevalist vielleicht als Tipp geben für die deutsche Wirtschaft? Kann man da einen Effekt sehen und was empfehlen? Ja, man kann nur jetzt empfehlen, dass viele, viele Menschen nach wie vor zu ihren Vereinen vor Ort gehen, um dort natürlich auch die Wirtschaft anzukurbeln. Aber im Endeffekt, Sie wissen ja selbst, wir sind sehr vielfältig, wir sind weltoffen und ich glaube schon, dass dieser Effekt übertragbar ist. Und die Menschen, die wollen ja auch wieder rausgehen, das merkt man ja schon seit 2 Jahren. Und ich glaube, das tut auch den Bürgern und Bürgerinnen in unserem Lande gut. Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Karneval. Hela oder Alaf, wie sagt man bei Ihnen? Alle hopp. Viel Spaß. Eine Klaus, schöne Zeit, alles Gute. Klaus Ludwig Fest, vielen Dank. Ja, wer immer schon mal nach Japan wollte, dem das aber zu teuer war, der könnte jetzt darüber nachdenken, weil der Yen so schwach ist und der Euro umgekehrt dann hoch im Kurs steht. Deshalb bekommen wir für unsere Euro vergleichsweise viel fürs Geld in Japan. Und gerade Jüngere entscheiden sich auch momentan immer häufiger für eine Japanreise. Ob das Land eine Reise wert ist und wie es dem Land wirtschaftlich geht, dazu schalten wir zu unserem Japan-Korrespondenten live nach Tokio, Ulrich Mentgen im ARD-Studio Tokio. Schönen guten Morgen. Guten Abend bei uns. Guten Abend, genau. Wie ist denn aktuell, bevor wir mal auf dieses Reise- und Tourismus-Thema kommen, wie ist denn aktuell die Stimmung, die wirtschaftliche Stimmung im Land nach dem jahrelangen Abschwung? Fest steht, dass die Wirtschaft in Japan besser aus der Corona-Krise gekommen ist als in anderen Ländern. Im Vergleich der OECD-Staaten, also der Industriestaaten weltweit, hat Japan im Moment eine der höchsten Wachstumsraten. Und das ist natürlich Balsam auf eine wunde Seele nach vielen, vielen Jahren der Deflation, in der die japanische Volkswirtschaft sehr zu kämpfen hatte, in dem auch die Zentralbanker und die Regierenden immer wieder versucht haben, diesen Zustand zu beenden, haben wir jetzt einen Weg in eine maßvolle Inflation. Das ist durchaus ein vielschichtiges Bild, denn es freut die Unternehmen, dass sie jetzt wieder Preisgestaltung betreiben können, dass es für sie preislich nach oben geht. Das ist natürlich eine schöne Entwicklung aus deren Sicht. Für die Verbraucher ist es eher etwas Neues, etwas Verunsicherndes. Wir hatten im vergangenen Jahr hier in Japan erhebliche Preissteigerungen, insbesondere im Lebensmittelbereich. Das haben die Leute also am eigenen Geldbeutel ganz doll zu spüren bekommen. Zu spüren bekommen haben das auch, also haben diesen Stimmungsumschwung auch die Aktienmärkte. Also es gab da einen Aufschwung. Färbt der ab auf die Stimmung im Land? Sorgt das für mehr Optimismus? Es ist leider nicht so, dass man sagen könnte, dass in Japan jetzt verbreitet die Sektkorken knallen, weil es an der Börse so schön funktioniert hat in den letzten Monaten. Das ist eine Entwicklung, die der Normalverbraucher in Japan nicht unbedingt so aufmerksam registriert. Es ist zwar so, dass die Japaner noch sehr viel papierene Zeitung lesen, aber dass sie da als Erste den Börsenbericht lesen, das glaube ich eigentlich nicht. Wer an der Börse engagiert ist, das sind vorwiegend in Japan vermögende Investoren und ganz, ganz viel ausländische Investoren. Und dass es an der Börse so nach oben gegangen ist, das hat unter anderem damit zu tun, dass
Investoren ihr Kapital aus China abgezogen haben. Und da gibt es so eine gewisse Tradition in Asien. Japan als sicherer Hafen. Hier weiß man, was man hat. Hier weiß man von stabilen Verhältnissen. Und das hat letztendlich die Börse in Japan so beflügelt. Jetzt hatte ich schon eingangs erwähnt, der Yen ist sehr, sehr schwach. Deshalb gelten auch momentan Japan-Reisen als besonders günstig. Man kann da angeblich eben für 2 Euro Mittagessen, so wurde mir berichtet von Leuten, die von dort zurückkamen. Sieht man, merkt man diesen steigenden Tourismus auch in Japan im Stadtbild oder gar nicht? Also es kommt drauf an, was Sie jetzt zum Mittag essen wollen. Ich sag mal, so ein einfacher Reisball mit Thunfischfüllung, den kriegen Sie sicherlich für einen Spottpreis nach wie vor. Aber ein ausgewachsenes Mittagessen für 2 Euro ist, glaube ich, auch hier immer noch die Ausnahme. Da muss man schon ein bisschen genauer gucken, hingucken. Wie gesagt, es gibt auch hier Inflation, es gibt auch hier einen Preisauftrieb. Aber natürlich sind Besucher aus Europa zum Beispiel jetzt hier besonders gut gestellt, weil im Vergleich zu Deutschland etwa die Preise in der Gastronomie deutlich geringer sind. Da kommt man teilweise schon ins Staunen, das stimmt. Und dementsprechend füllen sich hier auch wieder die Straßen und Plätze mit ausländischen Touristen. Es ist allerdings auch hier wieder zu betrachten, es ist von einem ganz niedrigen Niveau während der Corona-Pandemie ausgegangen. Natürlich ein wahnsinniger Zustrom im Moment, der stattfindet, aber es ist noch nicht ganz das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Es gibt allerdings schon Befürchtungen, dass die Kapazitäten vielleicht gesprengt werden, wenn jetzt demnächst auch noch wieder die chinesischen Touristen in großer Zahl kommen dürfen. Bisher ist das nicht der Fall. Das heißt, das chinesische Publikum, das schon vor der Pandemie hier im Bereich Tourismus sehr stark vertreten war, das fehlt im Moment noch. Und wenn jetzt schon die Zahlen ohne die chinesischen Besucher von vor der Pandemie fast erreicht sind, dann kann man sich vorstellen, dass der Tourismussektor hier noch mal vor einer sehr, sehr günstigen Entwicklung stehen wird. Das merkt man jetzt schon auf den Straßen. Man merkt es allerdings nicht immer nur positiv, man merkt es auch negativ. Man merkt insbesondere an Feiertagen, an Wochenenden viel Überfüllung hier in Tokio. Das gehört hier zum Leben ganz normal dazu. Wenn alle Leute abends weggehen, vor die Tür gehen. Es ist einfach hier viel los im Moment auf den Straßen, hat nicht nur mit den Touristen zu tun. Und kommen da tatsächlich so viele junge Leute? Also da hatte ich von Buchungszahlen gelesen, innerhalb von 4 Jahren hätten sich bei den Generation Y und Millennials die Buchungszahlen verdreizehnfacht. Das ist ja eine Menge. Also ich merke das persönlich auch, dass junge Menschen aus Deutschland ein großes Interesse an Japan haben, ganz begeistert sind von der Idee, hierher zu reisen. Das ist ja auch für dieses Land, das unter sehr starken demografischen Problemen leidet, also an einem rapide zunehmenden Bevölkerungsverfall und einer stark zunehmenden Alterung. Schön, wenn es im Ausland so viel Beachtung erfährt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man sollte da vielleicht nicht zu optimistisch sein. Es hat sicherlich auch andere Gründe, vielleicht auch Gründe in Deutschland und Europa, dass junge Menschen nach der Pandemie jetzt wieder verstärkt die Auslandsreisen buchen und dass sie dafür vielleicht auch das nötige Kleingeld haben. Zu diesem Gesamtbild gehört auch dazu, man darf ja nicht vergessen, Japan ist nicht Mallorca, das ist nicht mal eben in wenigen Stunden erreicht, sondern das liegt mal eben schlappe 10.000 Kilometer entfernt und da muss man erst mal hinkommen und das kann 13 bis 15 Stunden dauern, je nach Verbindung sogar länger. Das können junge Leute vielleicht auch besser verkraften, vielleicht auch deshalb die Zunahme bei den Jungen. Insgesamt ist es auf jeden Fall so, dass Japan schon immer ein interessantes und angenehmes Reiseland war, weil es eben zum Beispiel hier auch wenig Kriminalität gibt. Es gibt sicherlich auch grundsätzlich eine große Freundlichkeit und Höflichkeit gegenüber Besuchern. Andererseits muss man auch sehen, mit Englisch kommt man hier nicht immer weiter. Das heißt, es gibt kulturelle Barrieren, es gibt sprachliche Barrieren, die das Reisen manchmal auch zur Herausforderung machen. Ulrich Mentgen, vielen Dank für diese Eindrücke. Danke aus dem ARD-Studio Tokio. Ja, der schwache Yen hilft dem Tourismus, haben wir gehört, den Geschäften und Hotels vor Ort.
aber auch für manch andere Wirtschaftszweige könnte eine schwache Währung für die Wirtschaft ganz förderlich sein. Welcher Art, wie das genau funktioniert und aber auch wie es generell um Japans Wirtschaft bestellt ist, das kann uns ganz gut erklären der Chefvolkswirt Edgar Walk vom Bankhaus Metzler. Schönen guten Morgen, Herr Walk. Guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, der schwache Yen, das hatten wir gerade, war ja ein Thema, ist förderlich für den Tourismus. Hilft der generell auch der Wirtschaft? In der Vergangenheit hätte es sehr stark den Exporten geholfen, weil Japan dann, oder praktisch japanische Exportunternehmen hätten dann günstiger im Ausland ihre Güter verkaufen können, hätten dadurch eine Exportsteigerung erfahren, die Wirtschaft hätte davon profitiert. Ist eine schwache Währung gut für das Land, für die Exportunternehmen? Genau. Ist der gleiche Effekt wie beim Tourismus? Genau, aber interessanterweise sieht man diesen Effekt in diesem Zyklus jetzt nicht. Der Export wächst relativ schwach. Das hängt damit zusammen, dass japanische Unternehmen in ausländischen Märkten Produktion aufgebaut haben und in Amerika vor Ort produzieren, in Europa vor Ort produzieren und gar nicht mehr so viel exportieren wie in der Vergangenheit. Aber trotzdem profitieren die Unternehmen, weil sie machen ja Gewinne in den USA und Europa. Und diese Gewinne tauschen sie ja in japanische Yen um. Und wenn der japanische Yen sehr schwach ist, dann heißt das natürlich eine starke Gewinnsteigerung der Unternehmen in Japan. Und das sieht man auch. Also wenig Export, aber dafür sehr starkes Gewinnwachstum der japanischen Unternehmen. Ist das die Erklärung für die wieder erstarkte Wirtschaft Japans? Das ist sicherlich ein Faktor, der hilft. Ich würde auch sagen, dass vielleicht die Wachstumsentwicklung ein bisschen enttäuschend ist. Also ich hätte mir eigentlich mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem schwachen Yen, mit den niedrigen Zinsen. Aber man sieht halt, dass vielleicht die Demografie doch hier stärker bremst, als man denkt, die Wirtschaft. Und natürlich auch die Konkurrenz aus China. Das sind vielleicht so zwei bremsende Faktoren. Demografie heißt ja die Überalterung eigentlich Japans. Da sind die sogar noch viel weiter als wir hier in Deutschland oder Europa. Genau, schon seit über 10, 15 Jahren schrumpft die arbeitsfähige Bevölkerung. Das heißt also die 16- bis 64-Jährigen. Wirtschaftswachstum entsteht ja einmal durch Bevölkerungswachstum und Produktivitätswachstum. Diese beiden Faktoren bestimmen Wirtschaftswachstum. Und wenn die Bevölkerung nicht mehr wächst, dann hat man natürlich einen sehr dämpfenden Effekt auf Wirtschaftswachstum. Da kann natürlich die Produktivität helfen. Und wir haben ja jetzt mit künstlicher Intelligenz, mit Automatisierung ja die Chance, dass Arbeitskräfte, die in Rente gehen, dass die durch technologische Lösungen ersetzt werden. Hinzu kommt, in Japan vielleicht nochmal wichtig, dass auch viele Ältere arbeiten. Also in Tokio ist nicht unüblich, den 80-jährigen Taxifahrer zu haben. Ich hatte sogar mal gehört, dass es für die Japaner durchaus üblich ist, dann eben sogar mit 80 noch eine neue Ausbildung anzufangen. Also dass sie 4 verschiedene Berufe ausüben würden im Leben. Ja, soweit weiß ich jetzt nicht Bescheid, aber zumindest sieht man, dass im Alter noch gearbeitet wird. Teilweise muss man arbeiten, weil die Rente nicht reicht. Teilweise möchte man noch arbeiten. Und ich denke, das ist auch wichtig, hier in Deutschland zu verstehen, mit unserer Demografie, dass wir wahrscheinlich auch in diese Richtung uns bewegen müssen, dass auch wir, ich werde dazugehören, wahrscheinlich auch länger arbeiten muss als bisher. Kann man sich also vielleicht was abgucken von Japan, wie die damit umgehen? Genau. In Japan gab es jahrzehntelang Deflation. Das war ein hemmender Effekt. Jetzt hofft man, dass das überwunden ist. Ist das glaubhaft? Ist wahrscheinlich noch zu früh, tatsächlich zu sagen, ist jetzt endgültig überwunden. Man darf nicht vergessen, wir hatten in Japan eine große Blase am Immobilienaktienmarkt in den 1980er Jahren. Die Blase ist geplatzt. Die Unternehmen hatten hohe Schulden, die Konsumenten hatten hohe Schulden. Die mussten diese Schulden abbauen und konnten deshalb nicht konsumieren, investieren. Das heißt, wir hatten eine sehr schwache Binnennachfrage. Und wenn Konsumenten nicht mehr kaufen, dann fallen die Preise, dann kriegt man Deflation. Und da helfen natürlich auch niedrige Zinsen nicht, weil man möchte ja die Schulden abbauen und keine neuen Kredite aufnehmen nach so einer großen Blase. Jetzt sehen wir, dass die Bilanzen der Unternehmen, der privaten Haushalte wieder gut sind. Aber wir sehen immer noch eine strukturelle Schwäche beim Konsum und bei den Investitionen. Also da gehört auch die Psychologie dazu. Also diese Angst, die Preise können in Zukunft steigen, lieber kaufe ich jetzt. Das fehlt noch so ein bisschen. Wir sehen das an den Löhnen. Die Löhne sind ein bisschen gestiegen bis Mitte letzten Jahres und fallen jetzt schon wieder in der Wachstumsrate. Also sind auf 2% Wachstumsrate gestiegen. Sie wachsen etwas weniger stark jetzt wie als vor einem halben Jahr.
Das heißt, wir haben auch in Japan nicht diese starken Lohnsteigerungen wie in Deutschland als eine Reaktion auf die Inflation. Der Kollege hat es ja vorhin schon erwähnt, die Reallöhne fallen, also die Kaufkraft der Löhne fällt in Japan im Moment. Das sind diese negativen Effekte der Yen-Schwäche, weil ja praktisch man importiert viel, die Preise steigen, wenn die Währung schwach ist. Man kriegt keine Lohnsteigerung, die das ausgleicht. Und dann hat man natürlich kann man sich weniger leisten, weniger Importe leisten und verliert an Vermögen. Also das ist so der Schwachpunkt im Moment, ein negatives Reallohnwachstum. Der positive Faktor ist schwacher Yen, starke Unternehmensgewinne. Und idealerweise nutzen die Unternehmen die Gewinne zu investieren, schaffen damit Arbeitsplätze, schaffen damit Einkommen und dann könnte so ein Aufschwung in Gang kommen. Ich denke, Japan hat ganz gute Chancen, da hinzukommen, aber es wird sich erst in den nächsten Wochen, Monaten zeigen. Die Notenbank hat ja auch ihren Teil dazu getan, beigetragen. Die Zinsen hat sie niedrig gehalten, anders als in den USA oder Europa. Wenn jetzt, so erklärt sich ja auch der schwache Yen, wenn jetzt die Notenbanken in den USA und in Europa, die ja auf einem höheren Zinsniveau sind, senken, was können die Japaner dann tun? Genau, also wir hatten zwischenzeitlich Phasen, wo man Angst hatte, dass der Yen vielleicht sogar zu schwach wird und dann das Vertrauen in den Yen verloren geht. Und es war natürlich, als gerade die US-Notenbank und die EZB sehr stark die Zinsen angehoben haben. Aber jetzt hat er sich stabilisiert, weil ja die Märkte schon diese Zinssenkung eingepreist haben in den USA und Europa. Das heißt also, wenn jetzt die EZB und die Fed senkt, dann ist es jetzt keine Überraschung mehr für den Markt, auch nicht für den Währungsmarkt, weil es ja schon eingepreist ist und schon erwartet. Von daher sehe ich jetzt nicht, dass der Yen plötzlich ganz stark gehen wird in den nächsten Wochen, Monaten, sondern sehe eigentlich eher eine anhaltende Yen-Schwäche im Moment. Das kann sich natürlich ändern, wenn die EZB stärker senken muss oder die FED stärker senken muss als erwartet. Aber weitestgehend sind diese Zinssenkungen schon erwartet in den Märkten. Wir müssen noch auf den Aktienmarkt schauen. Vielleicht verbinden wir das sogar in Japan. Läuft er ja sehr, sehr gut. Ja. Ganz anderes Bild. Den Schwenk würde ich gerne noch machen nach China. Da bröckeln die Kurse. Wie ist das zu erklären? Genau, also ich hatte ja erwähnt, diese große Blase am Immobilienmarkt, Aktienmarkt in Japan und das Platzen der Blase und die ganz negativen Konsequenzen in den 1990er Jahren, 2000er Jahre. Und genau diese Situation hat jetzt China. Die Blase am Immobilienmarkt ist geplatzt. Wir haben eine Wirtschaftskrise, die wahrscheinlich viele Jahre andauern wird. Und wir wissen aus Japan, 1990er Jahren, 2000er Jahren, war der japanische Aktienmarkt auch sehr, sehr schwach. Also von daher gibt es da sehr viele Parallelen im Moment zwischen China heute und Japan vor 20, 30 Jahren. Und dementsprechend fließt, der Kollege hat es ja auch schon erwähnt, fließt Geld aus dem chinesischen Aktienmarkt ab und fließt in den japanischen. Und der Grund dafür ist diese Wirtschaftsschwäche in China, die wohl noch einige Jahre andauern wird. Japan hatte ich erwähnt, Unternehmen haben starkes Gewinnwachstum wegen der Yen-Schwäche. Und sicherlich auch es besteht die Hoffnung, dass Japan jetzt einen langfristigen Aufschwung auftreten kann. Und das wird natürlich auch am Aktienmarkt reflektiert. Sehr spannende und komplexe Zusammenhänge. Ja. Edgar Weil vom Bankhaus Metzler, vielen Dank, dass Sie hier waren an der Börse. Vielen Dank auch. Ja, wir wollen noch auf die Aktienmärkte schauen. Zunächst ein Blick in die USA. Da sind vor allem Kursgewinne durch Tech-Werte ja in den letzten Tagen und Wochen eigentlich aufgelaufen. Am Freitag eben der Nasdaq auch deutlich im Plus und der S&P 500 ebenfalls nahezu unverändert mit einem klitzekleinen Minus der Dow Jones. Und noch ein Blick auf den DAX heute, wie es um unseren deutschen Aktienindex bestellt ist. Der liegt mit einem Plus von 0,4% in den ersten Handelsminuten oben. 16.987 Punkte der Stand, also unter der 17.000 Punkte Marke. Morgen wird für Anleger wichtig die Inflationsrate in den USA. Die ist wie bei uns auch wieder angezogen im Dezember auf 3,4%. Das ist zentral für Millionen Amerikaner, die Inflation, aber auch für die Zinspolitik der Notenbank und damit für die Unternehmen und auch für die Börsen eben. Unser Thema morgen im Update, Outstaffing, wenn die ganze Personalmannschaft im Ausland angeheuert wird. Und ich sage damit Tschüss und bis morgen.